Yo, 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 yo. Herzlich willkommen zu den Viva Top 100. Heute mit Anne van der Maiklokjes. Yay, was geht? Und Andreas Adebisi. Schön, dass du da bist, Anne. Ja, gerne doch. Ich freue mich immer, hier zu sein bei Moin Moin. Und heute mal aus dem Garten. Ist auch eine Premiere für mich. Ja, damit hast du mir den letzten moderativen Satz weggenommen. Wir sind hier live im Garten und das ist Moin Moin. Es ist einfach zu pro. Ich wünschte, wir hätten jetzt auch vielleicht noch einen Grill. Das wäre geil, so ein bisschen grillen, angrillen und vielleicht auch jemanden an der Tiki-Bar. Das wäre auch ganz nice. Mit alkoholfreien Cocktails natürlich. Hallo, es ist... Wie alt? Wie spät? Wie alt ist der Tag? Oh, es ist schon 10.32 Uhr. 10.32 Uhr, da trinkt man noch keinen Alkohol. Richtig, das ist hier auch nur ein Beispielset. Das ist, um zu zeigen, klar, was wir machen könnten, wenn Kunden interessiert sind am Programm. Hier könnten wir jemanden an die Bar stellen, da könnten wir jemanden an den Grill stellen, da könnten wir jemanden an die Kamera stellen. Hier könnte jemand sitzen, der moderieren kann. Also das ist alles möglich. Okay. Schön, dass du da bist. Ja, gerne. Wie geht es dir denn? Mir geht's sehr gut. Es ist eine gute Woche bisher, das Wetter ist nicht allzu scheiße, dann bin ich eigentlich immer relativ gut drauf. Ja. Wir haben natürlich viel zu tun, ne? August ist immer krass Gamescom-Vorbereitung. Das zerrt natürlich so ein bisschen an den Nerven, aber das geht eigentlich noch, es hält sich noch in Grenzen. Hast du direkt danach Urlaub gebucht, so wie Nein. es ist immer? Nein, Wolf hat direkt danach Urlaub. Was macht der denn? Fliegt der weg oder was? Nö, ich glaube, der ist einfach nur froh, wenn er mal uns alle nicht sehen muss und sperrt sich zu Hause ein. Der hat ja auch ein Kind bekommen dieses Jahr, ne? Stimmt, das ist noch gar nicht so lange her, ne? Ich weiß nicht, ab wann fährt man in Urlaub mit Kleinkindern? Gibt es da eine Grenze? Gibt's da irgendwie? Also nach Mallorca teilweise ja, fährt man schwanger hin und dann mit dem Kind zurück. Ich dachte, da wird man schwanger. Naja, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, auch nicht mehr so. Da wird doch alles geschlossen. Ballermann kannst du doch nicht mehr hin. Bierkönig gibt es doch nicht mehr. Das ist doch nicht mehr so wie früher. Ich war noch nie am Ballermann. Ich weiß das nicht. Ist tatsächlich auch nicht. Das ist nicht meine Welt, leider. Was heißt leider? So, hier der Öli, Ultimate Öli schreibt, gleich Prüfung in Fahrzeugbau, aber vorher noch Hashtag Moin Moin. Das ist auch der Hashtag, unter dem ihr mit uns interagieren könnt. Können wir das hier mal ein bisschen größer machen? Ich verstehe dieses Bild nicht, aber deswegen mache ich auch keinen Fahrzeugbau. Sicherheit, Schultern, Aufgabe, kein plötzliches Einweichen der Luft bei Kurvenfahrt. Reifen sollen bei Luftverlust nicht in das Feigenbett rutschen. Na, ich hoffe, du weißt, was du tust, wenn du in Zukunft unsere Autos baust. Deswegen viel Glück heute, naja, gut, bei deiner Prüfung. Er wird sich da einfach im Kartell kurz schließen. Das wird ja wohl nicht so schwer sein. Bitte fangen Sie bei VW an. Sofort. So, schauen wir mal. Herzlich willkommen zu den Viva Top 100. Oh, guck mal, Waffeln. Ja, mein Laptop ist irgendwie komisch. Mein Laptop ist irgendwie komisch? Das war unser Walkie. So, siehst du das? Ja. Ah, guck mal. Das ist oh, ja super. Das ist wahrscheinlich irgendein Auflösungsproblem, oder? Aber wir können natürlich die ganze Zeit so moderieren. Nee, warte, in die andere Richtung. Ist es für den Zuschauer einfacher. Dann müsst ihr nur einmal den Bildschirm jetzt drehen. Und den Rest der Sendung, dann können wir hier auch, guck mal, wenn ihr es jetzt gedreht habt, und dann zeigen wir mal das hier, dann passt das für euch, ne? Oder? Geht das so oder ist es falsch links, rum? Warte mal, links 90, warte mal, die müssen... Nee, wir sind falsch rum, oder nee, nicht? Nee, doch, es war richtig. Okay. So bleiben wir jetzt. Ja, keine Angst, wir wollen eh nicht so viel am Rechner zeigen. Nee, wir zeigen nicht so viel am Rechner. Hier wollte ich gerade was am Rechner zeigen. Und zwar der Michel in Hamburg. Das ist ein Twitter-Account, dem ihr mal ein bisschen folgen könnt. Der tatsächlich sehr innovative und kreative Tweets Ja, loslässt. Ganz spannend. Man kann den ganzen Tag eigentlich nur die Tweets lesen. So spannend ist das. Da gibt es so Highlights wie Ding, Dang, Ding, Dang, Dong, 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 Tröd. Seit wann macht denn der Michel Tröd? Ding, das habe ich noch nie gehört. Der Turmbläser vom Hamburger Michel. Ding, Dang, Ding, Ding, Dang, Ding, Dang, Dong, 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 Dong. Oh Gott. Möchte bitte wissen, wer diesen Twitter-Account betreibt. Aber normalerweise, das habe ich eben schon gesagt, guckt man dann immer so ein witziger Account, der hat bestimmt 6 Millionen Follower oder so. Mega kreativ, aber der hat plus 392 Follower. Tja. Der Michel Hamburg. Entweder niemand weiß von diesem Account oder es passiert das, was ich mir am besten vorstellen kann, man findet diesen Account, denkt, oh Mensch, das ist aber witzig. Dann folgt man dem und nach 2 Minuten denkt man so, okay, der Gag ist jetzt auch schon wieder vorbei. Entfolgen. Ja, das stimmt. Ja. So ging es zumindest vielen, als sie meinen Twitter-Account entdeckt haben. Aber man will andererseits auch wissen, wie viele Varianten es von Ding, 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 Dong, Dong, Dong geben kann. Möglicherweise. Ich glaube, das steigert sich irgendwann ins Unendliche. Okay, hier wiederholt sich schon Ding, Ding und dann wieder Ding, Ding. Gut. Aber die benutzen auch Hashtag Moin Moin, hast du gesehen? Ach so, stimmt, Hashtag Moin Moin, hey. Ach, krass. Deswegen geht da keiner drauf, weil die so einen Nischen-Hashtag hier benutzen. Ach, witzig.
Ja, Hashtag Moin Moin, Hashtag RB TV. Oh, guck mal hier, das müssen wir ja schon nochmal loswerden, ja? Deswegen würdest du ja auch gerne mal wieder kommen. Ich möchte schon nochmal ein Statement von dir haben. Kurzen Aufsager, einen kurzen O-Ton. Oh, oh. Dein Kommentar zur aktuellen Formel 1-Lage. Um dein Gottes Willen, Kernthema, ey. Deine Expertise. Oh, da müsste ich jetzt so weit ausholen. Es ist gerade spannend. Es ist Sommerpause momentan. Mhm. Und im letzten Rennen gab es ja so einige Diskussionen um das Thema Stallregie. Das ist ja schon seit Jahr und Tag die große Diskussion in der Formel 1. Es ist ja, wie ist der Stand eigentlich? Ich weiß es nämlich nicht. Ist es offiziell verboten oder nicht? Ich glaube schon. Aber die Teams finden ja immer wieder Mittel und Wege. Und was nämlich passiert ist, dass bei Mercedes wurde gesagt, der Bottas, der neue zweite Fahrer, weil Rosberg ja aufgehört hat, soll doch bitte Lewis Hamilton vorbeilassen, weil der ist schneller und der hat eine größere Chance, den Führenden einzukassieren. Dann hat man das gemacht und normalerweise ist es in der Formel 1 so, dass das dann so bleibt. Es wird nicht zurückgetauscht oder sowas, sondern es geht im Endeffekt immer zugunsten des ersten Fahrers im Team aus. Und das ist ja mit 3 Weltmeisterschaften logischerweise Lewis Hamilton. Mhm. Dann war es aber tatsächlich so, dass auf der Zielgerade Lewis Hamilton langsamer gefahren ist und Bottas nochmal vorbeigehuscht ist. Also sie haben das erste Mal in der Geschichte der Formel 1, dass ich mich erinnern kann, wieder zurückgetauscht. Okay. Und das war ein sehr großer Diskussionspunkt des Letzteren. Aber sonst läuft eigentlich alles wie normal in der Formel 1. Es gibt 2 Leute, die sind Favoriten, Vettel und Hamilton. Und die tragen das jetzt unter sich aus, einigermaßen, ja. Wir hatten ja Stallregie nur in der Woche auf dem Klimansland, wo wir neulich waren. Ja, ich hab's gesehen. Schöne Bilder. Ich wäre auch gern da gewesen. Es sah auf jeden Fall nach einem geilen Campingurlaub aus. Ja, das war's auch. Also zumindest für mich, weil ich halt die ganze Zeit im Haus geschlafen habe. Ach echt? Du warst gar nicht draußen im Stall gepennt bei den anderen? Ich war tatsächlich, Dienstag bin ich angereist für NDA und habe dann mehr oder weniger sofort durch verschiedene Umstände einen Hausplatz zugeteilt bekommen. Nett. Und hatte dann immer die geilen Benefits aus, ach guck mal hier, Lagerfeuer, schön bis 3 sitzen, dann macht's gut, ihr Trottel, ich gehe dann mal ins Haus und kuschel mich ins Bett. Schön. Hat natürlich meinen sozialen Status dann nicht verbessert, aber hey. Haben wir jetzt eigentlich eine... Ich dachte, du bist so weit, dass du nicht mehr socializen musst. Ja. Das ist schon anerkannt in allen Schichten und Lagen dieses Kosmos. Ja, das stimmt. Ja, jetzt, wo ich bei dir angekommen bin, wenn man so die Leute überzeugt hat, die den Laden schon ewig kennen, na, dann hat man es wirklich geschafft. Ach, so ewig, naja. So egal. Ich finde es auch nicht. Guck mal, du hast uns was Schönes mitgebracht. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich dachte, ich bringe heute mal was mit zur Abwechslung. Ich meine, ich habe letztes Mal auch schon, da war ich, glaube ich, mit Wolf hier. Da haben wir so ein bisschen über unsere Abi-Zeit gesprochen. Ne? Ja. Ich habe verschiedene Dinge mitgebracht, weil Andreas meinte, ey, bring noch mal irgendwas mit. Das ist die thematische Vorbereitung, die ich als Redakteur liefere. Genau, ja, bring noch vielleicht irgendwas mit. Ja. Und zwar sind das hier ganz kleine Figürchen, die man hier super schlecht natürlich sehen kann. Ich nehme einfach mal vielleicht... Ich nehme einen hoch, oder, genau, wir nehmen die mal so hoch. Können wir das sehen, lieber Jörg? Ich nenne sie liebevoll Schwabbeltierchen. Sie sind sehr klein. Schau dir das da mal kann man es an. Ein bisschen sehen. Das hier, was ich hier halte, ist ein Schweinchen. Und daneben, du hältst gerade die Katze, ne? Ja. Und kann man so am Bauch spielen. Und so rumdrücken. Die verformen sich dann auch ganz witzig. Und diese Dinger habe ich jetzt für mich entdeckt. Vor einigen Wochen irgendwie durch Zufall im Internet gefunden. Das sind so, eigentlich sind das so kleine Stressabbau-Dinger. Die kann man so quetschen, damit man sich besser fühlt. Also schön. Wie Brüste im Prinzip. So wie Brüste, genau, funktionieren die eigentlich. Auch ähnliches Material, wie das, was ich gewohnt bin. Also ich kann meine Brüste ja immer mitnehmen, ne? Das ist ja logisch, aber als Mann vielleicht nicht. Und deswegen gibt es diese Dinger, da kann man dann... Ja. Nimmst du deine halt tatsächlich auch in Brustform. Nimmst du deine Brüste überall mit hin? Ja, schon. Ja, es ist zu aufwendig, die abzulegen. Deswegen... nimmt man die mit. Aber es macht schon Spaß, man legt den dann irgendwo hier hin und dann... Oh, und den gibt es natürlich auch so in groß, das ist jetzt hier die große Variante, ein riesiger Pinguin, der ist aber super lustig, weil den kann man dann so knautschen und dann... Süß. Geht er so langsam wieder in seine Ursprungsform zurück. Es ist super, es ist einfach... Ich habe ein Herz für so einen Schwachsinn einfach. Die hast du, ich habe das irgendwie bei deinem Instagram gesehen und habe gedacht, oh mein Gott. Ja genau, immer wenn ein neues Tierchen dazukommt, wie zum Beispiel zuletzt dieser Hase, der auch unfassbar schlecht verarbeitet ist. Also wie schlecht verarbeitet? Wenn die dazukommen, dann mache ich... Der ist schlechter verarbeitet als meine letzte Trennung, muss ich sagen. Oh! Völlig random. Nun,
Jedes Mal, wenn ein neues dazukommt, mache ich so ein kleines Instagram-Video und da freuen sich die Menschen immer und fragen mich, Alter, wo gibt's die? Also der Hase ist wirklich potthässlich, das muss man wirklich immer sagen, bei aller Liebe. Der Hase ist wirklich hässlich, das konnte ich ja nicht ahnen. So. Und ja, diese Dinger sind super cool, die sind auch mega trendy in Japan gerade. Mhm. Die Mädels klatschen die hinten an ihr Smartphone. Ich weiß nicht, was das bringen soll, es sieht vielleicht lustig aus, aber dann kannst du den Smartphone auch nicht mehr in die Tasche tun, egal. Ja, spottbillig. Kann man auf sämtlichen Seiten oder auch auf eBay einfach bestellen, ohne irgendwie Versandkosten. Ich glaube, die kosten wirklich pro Stück so $1 oder so. Also es ist nichts. Ja, und man muss natürlich schon sagen, wenn wahrscheinlich ihr Kleinkinder habt und die irgendwie mal dran lecken, dann sind die wahrscheinlich, sterben die am Kindstod. Das, muss das man kann auch sagen. Sein. Ich möchte nicht, da ist wahrscheinlich genauso sagen. Viel Chemikalien drin wie in unseren Eiern momentan. Deswegen, Vorsicht ist geboten mit Kleinkindern, aber sonst so zum Stress abbauen, mal zum Rumknautschen sind die ganz super. Geil. Wollte ich nur mal gezeigt haben. Empfehlung meinerseits. Empfehlung deinerseits und du hast uns noch was Schönes ich habe noch was Kleineres mitgebracht. Zeig mal. Letztens tauchen wir wieder in deine Vergangenheit ab, in deine dunkle Vergangenheit. Letztens ging es ja um mein Abitur, weil ich ja dieses Jahr 10 Jahre Abitur habe. Ich habe heute ein Heft gefunden bei mir zu Hause aus meiner Grundschule. Das ist meine Grundschule. Da fällt auch was raus, wenn du es ein bisschen nicht so zu... Kneifst, genau. Das ist meine Grundschule in Niederpleis. Das liegt im Rheinland, beziehungsweise es gehört zu St. Augustin, falls euch das was sagen sollte. Und da sind natürlich super tolle Klassenfotos und so weiter von 1994 drin. Es ist ganz toll. Die Schule ist mittlerweile leider geschlossen seit mehreren Jahren. Ich weiß gar nicht, warum, ehrlich gesagt. Darf man das zeigen, ja, ne? Also die mit den Namen würde ich, glaube ich, nicht zeigen, aber die gibt es halt nochmal, so, okay. Also als Klassenfoto ohne Namen. Okay. Das ist mein Porträt von damals. Wie süß. Das ist ja, ja schnucklig. Ich war damals natürlich blond, tatsächlich auch, bis ich irgendwie, weiß ich nicht, da warst du 10. Da warst du 15 oder was? Nein. Ja, da bin ich 15 auf dem Bild, genau. Ja, aber das ist doch wirklich dein erster Tag bei Game One auch gewesen, oder? Sagen wir mal ganz kurz ehrlich. Ja, Mann, es ist leicht zu verwechseln. Mein erster Tag bei Game One und mein erster Grundschultag, das ist so. Vom Niveau war es das Gleiche. Guck mal, ja, sehen wir, es ist tatsächlich die echte Anna. Obwohl, ich muss auch deprimiert gucken, wie auf dem Bild. Dann sieht man süß. Die Ähnlichkeit so. Naja, es ist schon relativ niedlich. Und das also habe ich tatsächlich so. Ich habe nicht so viele Fotos bei mir hier in Hamburg in der Wohnung, aber das habe ich gefunden. Und das fand ich sehr witzig. Das Klassenfoto können wir auch nochmal zeigen. Da sind ja auch keine Namen. 1994 warst du? Ja, das ist 94. Und man sieht, es gibt in dieser ganzen Klasse, ich glaube, 5 oder 6 Deutsche. Wir waren eine sehr, echt? Ja, wir waren eine sehr gut gemischte, bunte Schule. Und das habe ich immer, und das finde ich bis heute, total wichtig und total gut, dass das so war. Weil man dadurch natürlich viel Respekt gelernt hat. Wie behandelt man andere Kulturen, andere Religionen? Wie geht man miteinander um? Finde ich auch wichtig. Und das war super. Also wir hatten in dieser Klasse, glaube ich, in diesen 4 Jahren, es gab diesen üblichen Mädchen-Jungen-Zwist, den gibt es ja in jedem Alter und in jeder Schule, aber es gab keine rassistischen Kommentare, es gab keine irgendwelche Auseinandersetzungen wegen Hautfarben oder sonst irgendwas. Das war alles super easy, weil man einfach so aufgewachsen ist. Ja, und das waren auch die sehr, 90er Jahre, ja, da war sowas alles wie egal. Islamismus noch nicht, oder? Also genau. Da gab es die Religion, aber da hat doch noch keiner da Schindluder mitgetrieben. Also zumindest wurde das medial nicht erfasst. Und ja, ich hatte eine sehr, sehr schöne Grundschulzeit im Gegensatz zu meiner Abi-Zeit. Die war dann später cool, aber da waren Jahre in meiner Klasse waren halt nicht so geil, aber die Grundschule, das war Bombe. Das war super cool. Ich war auch in der Theatergruppe. Ja, das ich habe aber immer nur sowas gespielt wie Bäume oder so, wo man vielleicht einen Satz hatte. Ich wollte nicht so viel auswendig lernen. Aber auch so, da so darf man den einen Satz nicht verpassen. Ja, dann, ne? Das stimmt. Aber es war so eine Alibi-Geschichte, ja. In der Theatergruppe zu sein. Und ich war auch in der, wie nennt man das? Bastelgruppe, Textilgruppe, wo man kleine süße Dinge bastelt. Kunstunterricht. Nee, das hieß damals noch anders. Das hieß nicht Kunst. Das hätte ich gewusst, das irgendwie Textilunterricht oder so. Naja. Ich Grundschule. Das, ja. Warst du auch mal oh auf einer Gott. Grundschule? Oder hast du es übersprungen und bist direkt in die 5. aufs Gymnasium? Ich war in der Grundschule, war ich tatsächlich sehr intelligent und sehr weit voraus. Echt? Und ich war nicht so intelligent. Ich durfte eigentlich gar nicht aufs Gymnasium. Die Empfehlung war, mich auf die Realschule zu schicken. Echt? Ja.
Die Empfehlung war bei mir aufs Gymnasium und gerne auch gleich als zusätzliche Lehrkraft. Gerne auch den Doktor schon. Gerne den Doktor direkt. Mit 12 machen. Ich war in Mathe früher, gab es bei euch auch Bankrechnen und so einen Scheiß? Bankrechnen? Ja, nee. Dass man immer so, also im Matheunterricht saß man ja in 3 Bankgruppen und dann musste halt immer aufgestanden werden. Da gab es eine Kopfrechenaufgabe, die musste gelöst werden. Boah. Dann die aus den 3 Bankgruppen, die Sieger nach vorne für den Rechenkönig des Tages. Um Gottes Willen. Dann die Tagessieger am Ende der Woche für den Rechenkönig der Woche. Und dann am Monat gab es den Rechenkaiser. Und ich war bestimmt 4-mal Rechenkaiser, so, bis ich nicht so mehr mitmachen durfte. So funktioniert Mobbing, ey. Ohne Scheiß, da weißt du schon genau, der Rechenkaiser. Den nehmen wir heute mal aufs Korn. Die einzigen 2 Leute, die da ständig drum angetreten sind, waren ich und eine, die mit 12 schon 1,85 Meter war als Frau, wo du also wusstest, da wird ein sehr traumatisierendes Leben wahrscheinlich. Oh, das ist nicht einfach, wenn man so jung folgen. Schon so groß ist. Ja. Das stimmt. First World Problems. Und dann tatsächlich habe ich in meiner Grundschulzeit, ich weiß gar nicht, ich öffne diese Büchse der Pandora jetzt. Ja, bitte, ich bin sehr gespannt. Gab es, ich weiß gar nicht wieso eigentlich, aber es gab mehrere Spionageclubs in unserer Klasse. Davon habe ich immer nur gehört. Ich habe nie erlebt, dass jemand wirklich mal in einem Spionageclub war. Es gab zum einen, gab es so einen bei uns in der Klasse, der halt extrem nervig war, aber der hatte seinen eigenen Club. Der war fasziniert vom Untergang der Titanic. Oh. Natürlich, in dem Alter. Übrigens muss man sagen, im Smalltalk über Titanic reden ist auch immer ein Eisbrecher, muss man sagen. Und der hatte deswegen den Titanic-Club gegründet, da war er der Vorsitzende. Und hatte dort auch sämtliche Mädels vereint. Wir haben immer nicht verstanden, was sie an dem finden. Also der war jetzt auch nicht attraktiv oder so. Das war aber auch vor dem Film. Also es kann nicht Leonardo DiCaprio gewesen sein. Es war aber nach 1912. Das kann ich schon mal sagen. Echt? Ja. Ja, der hat halt den Titanic-Club, also er lag auch auf Tischen und hat, was geschieht mit mir und so eine Scheiße, egal. Na, jedenfalls war der besessen, hat ständig auch die Szenarien im Schiff nachgespielt. Nein. Die Untergangsszenarien. Und der hat da wirklich Recherchearbeit betrieben und sich das alles angeeignet und um Gottes Willen. Aber hat er denn auch geglaubt, das wäre eine Verschwörung? Nee, damals waren Verschwörungen waren auch noch nicht so groß, 1994. Ja, das gab's oder, noch nicht. Ich meine, da gab es Kennedy und dann wurde es aber auch schon vielleicht Mondlandung, mehr gab es nicht. Da gab's stimmt, ne? Gab es noch irgendwas anderes, was man angezweifelt hat damals? Nee, ich glaube nicht. Gut, Durchstoßlegende, wenn wir an die deutsche Geschichte zurückgehen, aber dann wird es wirklich eng. Ja, ach, die Illuminaten auch generell, ne? Das ist auch immer ein spannendes Thema. Aber sonst hat man damals auch einfach alles so hingenommen, was passiert ist. Ja. Und das hatte natürlich zur Folge, dass wir eine Gegenbewegung gegründet haben. Den Anti-Titanic-Club. Es war der SCD-TDF, der Spionageclub des, und der TDF war der Tisch des, das böse F-Wort, was wir damals als dachten, oh mein Gott, wir sagen Ficken tatsächlich. Deswegen war es der Spionageclub des Tischs des Fickens. Warum? Und was in diesem Club, Andreas, was in diesem Club passiert, das war eine notwendige Gegenbewegung, quasi die 68er meiner Zeit. Ja. Das erfahren wir gleich nach einer kurzen, nee, noch nicht. Noch nicht Werbung? Ach so, es gibt keine Werbung. Das Speakerphone sagt, es gibt keine Werbung. Herzlich willkommen zurück bei Moin Moin. Wir hatten einen mega Cliffhanger. Das ging schnell. So, und dann hatten wir ganz viele Mitglieder in diesem Club, also hauptsächlich alle Jungs, die ich und mein bester Freund mit unserem Restcharisma ein bisschen unterjocht haben. Also, um das hier mal kurz zusammenzufassen. Ausgabenbuch 1988 bis 93. 88 bist du gerade geboren. Das war eigentlich ein Buch, wo meine Mutter früher, glaube ich, ihre, weiß ich nicht, ach Steuer so, oder so gemacht steht hat. Ausgaben. Vielleicht hätte ich das vorher mal checken sollen. Aber das habe ich dann umfunktioniert. Da sieht man unten rechts SCD, TDF. Weil wir mussten natürlich, wichtig, in so einem Club erstmal Informationen sammeln. Was sind deine Mitglieder? Schön nach Stasi-Manier erstmal die eigenen Mitglieder ausfragen. Sodass wir dann, also ich habe das mit meinem besten Freund geführt, diesen Club, ständig Fragebögen an unsere Mitglieder rausgegeben haben. Das waren immer dieselben standardisierten Fragebögen. Ich sehe FC Bayern München. Dort steht hier. Lieblingsfach, Lieblingslehrer sehen wir hier. Wahrscheinlich Lieblingsmannschaft, ja. Genau. Aber das bist nicht du, im ne? Fußball, nee. Das habe ich auch nicht geschrieben, glaube ich. Aber die Mitglieder mussten diese Bögen dann ausfüllen.
So viel sei verraten, egal wer da was geschrieben hat. Es war schon damals die Geheimclub-Taktik, denn man kann echt nichts lesen von dem, was man steht. Man kann nichts lesen, tatsächlich. Ich zeig mal einen. Die Namen, naja, ich scheiß doch mal kurz hier auf Datenschutz. Ja. So, komm, zeigen das mal einmal hier links. Erstmal die linke Seite. Tatsächlich. Das heißt, wir sind dann auch ständig den Leuten hinterhergerannt, um diese Fragebögen einzusammeln. Ich sehe auf jeden Fall, ich kann lesen, bester Freund, das war's. Und wenn sie das noch nicht ausgefüllt hatten, dann haben wir die echt genervt, bis sie diese Sachen beantwortet haben, weil wir einfach wissen wollten, was euer Lieblingsgetränk ist. Aber sehr aufdringlich. Es gab auch kreative Wettbewerbe, zum Beispiel war die Aufgabenstellung, ein Skorpionmonster zu zeichnen. Oh, geil. Und das ist hier der Bitte dritte zeig Platz das mal, kurz. Im Bereich Skorpionmonster. Der dritte Platz. Der Marcel. Ach, guck mal. Das war also das Skorpionmonster, was wir jetzt drittes. So würde ich auch malen, heute noch. War immerhin noch eine Note 1, muss man auch sagen. Von Marcel, den wir damit aufgezogen haben, weil er bis er 16 war, seinen eigenen Namen nicht richtig aussprechen konnte und immer Marcel gesagt hat. Hat er das wirklich? Ja, ich war ein sehr unangenehmer Schüler, so wir Oha, schauen jetzt, noch. Was soll das denn? Das ist Skorpionmonster, leider nur der das vierte Platz. Kann man das sehen? Das ist also, ja. Also, aber muss man auch sagen, ist auch ja, Lynch und Lindner, das sind die beiden Clubchefs gewesen. Muss was? Man auch sagen, fairerweise nur der vierte Platz, ja? Was also, geht denn da mit dem eigentlich ab, so drumrum? Sind das Stacheln oder Haarspänkchen oder? Naja, das sind halt auch nicht so die kreativsten Leute gehabt, die wir bei uns im Club versammeln konnten. Und finde ich super. Das ist so ein Zentaur mit einem Skorpionsschwanz hinten drin. Sehr kreativ. Was war das? Welcher Platz war das? Das war der zweite Platz. Der zweite Platz, tatsächlich. Natürlich. Den ersten hast du wahrscheinlich selber belegt. Ja. Ich dich kenne, du Egomane. Aber ich möchte noch mal ein paar Fragen vorlesen. Die kannst du mir ja auch stellen. Also Lieblingsnaschsachen zum Beispiel. Und Lieblingsnaschsachen, ich glaube Eis, also so am Stiel oder Salzstangen. Salzstangen? War da der Kollege geschrieben? Mamba und Gummitier, aber Gummitier mit einem M, deswegen wir einen halben Fehlerpunkt geben mussten, leider. Das war Rechtschreibung. Deswegen übrigens bei Röbs das Kneipenquiz. Du Rechtschreib-Nazi. Lieblingsobst ist alles klar, Lieblingsgemüse ist Quatsch, Lieblingsspionagetechnik hat der junge Mann hier Autotechnik geschrieben, keine Ahnung, die Autotechnik war, glaube ich, die weltbekannte Autotechnik, nicht näher definiert. Trinkst du gern Kaffee? Haben wir hier in der vierten Klasse gefragt. Ja, da gab es überraschenderweise die Antwort nein. Es gab Kinderkaffee damals. Stimmt. Ich erinnere mich, aber das war sehr eklig. Und deswegen, ich trinke auch heute keinen richtigen Kaffee. Deswegen ist das alles an mir vorbeigegangen. Wir zeigen hier nochmal, du musst mal den Namen ein bisschen zudecken. Fragebogen Nummer 4. Es gab auch so 6, 7 Fragebögen tatsächlich. Fragenkataloge. 6, 7. Du musst deine Mitglieder kennenlernen, ne? Idol, aber Rambo. Aber jetzt, ihr seid so maschineller Ausarbeitung übergegangen. Das war der nächste große Schritt. Ja. Und dann mussten wir hier natürlich bei Lieblingsschauspieler sehen wir hier Sylvester Stallone. Oh, das super. Konnte man sich nicht gelten lassen. Ne? Also sorry. Bei aller Liebe. Das hat dann immerhin noch 2 Fehlernote 2. Da waren wir auch sehr großzügig. Wir waren auch gute Chefs, muss Was man auch sagen. Was stand da bei Lieblingsband? Tom Astor. Wer ist das denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer Tom Astor ist. Habe ich da in meinen 90er Jahren etwa was ganz Großartiges verpasst? Mit Tom Astor? Ich glaube nicht, wenn ich... Guck mal, hier Lieblingsfilm SOS Titanic. Denn wir waren natürlich im ständigen Kampf gegen den bösen Titanic-Club. Das muss man sagen. Das war natürlich vielleicht ein bisschen paranoid, aber wir wussten nicht... Ach, schau mal, wieso ist denn das... Ach, guck mal, das ist vom Chef des Titanic-Clubs. Der hat hier einen Fragebogen ausgefüllt. Was war denn da los? Wie, war's echt? Der Chef des Titanic-Clubs? Freund, guck mal, da steht auch noch Andreas drin. Ja, so funktioniert halt wir Spionage. Wir wurden infiltriert, finde ich jetzt heraus. Spionage. Ihr wolltet einfach dem was unterjubeln. Größter Wunsch, dass meine Oma und Opa nie sterben. Naja, der ist natürlich nicht in Erfüllung gegangen, ne? Musst du mal sagen. Und dann auch so besserwisserische Kommentare wie übe das R. Benutze dein Wissen auch bei anderen Fragebögen. Oh Gott. Ihr wart schon ein bisschen gemein. Wir waren einfach nur Assis. Hier auch sowas wie schade. Schade. Mensch, sowas wie bleib dran. Hast ne? du bei Döhler gelernt. Stimmt. Schade. Döhler. So, guck mal, jetzt wurde es schon ein bisschen die... wir sind schon im 98 sind wir jetzt. Wie 98, alt sind wir? 9.1.98. Da war ich 4 Jahre in der Schule. Da war ich 10. 10 war ich da. Ja. 9.1., da war ich kurz vor meinem
10. Geburtstag. 2 Wochen. Also ich war noch 9 dann. Jetzt wurde es ein bisschen, bisschen taktischer auch. Schau mal, können wir hier mal reingucken? Warte, gib mir noch eine Chance. Geil. Den Namen ein bisschen zu sichern. Sehen wir das links? Was steht da? Oh, okay. Nenne 3 Spionagetechniken. Schreibe alle Mitglieder des Clubs auf. Schreibe alle Mitglieder des Clubs auf, finde ich super. Es hat auch ständig gewechselt. Schreibe deinen Plan auf, wie wir den feindlichen Bungalow überfallen könnten. Was sind denn da die Antworten? Das Blatt angucken, okay. Achso, da wurde ein extra Anhang gemacht. Schreibe alle Mitglieder auf, Markus, Carlo, Andreas. Ja. Also überlege, wie wir Philipp und Susi überführen könnten. Oh Gott. Was haben die denn verbrochen? Ich glaube, die waren ein Pärchen oder so. Schreibe 5 Paare aus der letzten Klassenfahrt auf. Oh mein Gott. Susi, Philipp, Markus, in Corinna. In dem Alter? Um Gottes Willen. Ja, mit 10. Hallo, da ging es los. Da war die erste Klassenfahrt, war 2 Kilometer weiter bei uns. Ach so. Als war ich im Nachbardorf, waren wir in Brezin. Die haben euch ja viel zugetraut. Ja. So, falls irgendwas ist, wir können euch in 5 Minuten abholen. Ich glaube, unsere erste Klassenfahrt in der Grundschule, in der 4. Klasse hatten wir eine nach Maria Lach. Das wie weit weg war? Eine Stunde vielleicht oder so. Aber da gibt es einen großen See und da mussten wir einmal drum rum wandern. Und ich habe damals schon gekotzt, wenn es ums Wandern geht. Das war nicht sehr angenehm. Das war keine schöne Klassenfahrt. Und ich hatte auch immer das Glück, dass meine Mutter immer als Aufpasserin bei solchen Events am Start war. Aber meine Mutter ist cool. Meine Mutter ist cool, es ging schon. Aber man wird natürlich komisch angeguckt. Deine Mutter pennt mit. Naja, man will natürlich auch nichts Heimliches machen vor dir dann. So, ne? Nee. Oh nee, nicht, dass es ihr Mutter sagt. Sie sagt das ihrer Mama. Oh Gott. Na, so schlimm war es nicht. So, guck mal hier nochmal auf die. Welche Fragebogennummer war das? Ach so, das ist eine Kontrollarbeit, muss ich sagen. Oh, natürlich. Aha. Oh Gott, der Datenschutz tarnen, ist so lächerlich egal. Lauschen. Mhm. Autotechnik. Autotechnik. Haben wir noch gelten lassen. Mobiltechnik. Guck mal, da waren wir rechtschreibtechnisch sehr großzügig. Schreibe alle Mitglieder. Schreibe deinen Plan auf, wie wir den feindlichen Bungalow überfallen könnten, hier mit einer Skizze. Also ich hätte mich ja ein bisschen gefühlt, als müsste ich da Klassenarbeiten die ganze Zeit ausfüllen. Ja, die Leute haben es auch gehasst. Wir haben es auch in ihrer Freizeit belästigt. Auch? Ey, übrigens, du hast Fragebogen 4 noch nicht ausgefüllt. Wir müssen langsam den mal haben, weil wir sonst nicht hier, wissen. Hier, Platz 1 des Skorpionmonsters. Jetzt weiß ich auch warum. Der ist nämlich in Farbe. Ganz kurz hier noch, überlege, wie wir Philipp und Susi überführen könnten. Ich muss bei Susi bleiben, dann kann. Und dann endet der Satz. Ich muss bei Susi bleiben, ja, okay. Schauen wir hier noch auf den ersten Platz vom Skorpion-Monster-Wettbewerb. Wunderschön, guckt euch das an. Der einzige kolorierte. Ja. Damit hat er uns natürlich bekommen, ne? Ich finde auch tatsächlich es sehr gab, gut. Oh, was mir jetzt gerade einfällt, wir haben auch eine Tombola gemacht. Nein. Denn meine Mutter hatte so eine Lottomaschine. Echt? Und dann haben wir kleine Gewinne verteilt. Also oh, es war Brot und Spiele. Wie geil. Muss man sagen. Das ist genau, super. Man konnte mit diesen Fragebögen teilnehmen an der Tombola. Ey, wenigstens wart ihr so kreativ. Bei uns ging nicht so viel ab, ehrlich gesagt. Also wir hatten keine geheimen Clubs oder so. Wir hatten maximal eine Schnitzeljagd. Ja, aber ihr hattet auch nicht den Druck mit dem Titanic-Club im Nacken, der euch jederzeit zerstören will. Das stimmt, ja. Das stimmt. Es gab auch keinen Konkurrenz-Club, den wir hätten ausschalten müssen. Eben. Oder infiltrieren. Es ist immer so. Konkurrenzbeliebtes Geschäft, so. Weißt ich hätte den Club ja infiltriert, den anderen. Und dann allen immer erzählt, was sie so machen. Ja, das ist das, was wir gerade mit Gino bei Bonjour machen, ne? Ah, verstehe. So funktioniert das. So, Lieblingsfach, okay, Alter 10, Freund Candy, Lieblingsessen. Schreibe alle Zahlen auf, die du kennst. Oder was das muss hier? Die Tombola sein, denn ach es geht so, bis. Okay, ja. Es geht bis 49. Bis 49, das war die Tombola-Ziehung, die erste. Lotto-Ziehung. Lotto, nicht Tombola. Okay, das heißt, es ist kein Quatsch, den ich erzählt habe. Fantastisch, ja. So, Philipp Eckert. Ja. Ich wünschte, ich hätte noch. Ich glaube, meine Mutter hat so viel weggeschmissen an Sachen. Ich hatte auch ganz, ganz viele Schreibversuche und solche Geschichten, so Geschichten, die ich mir selber ausgedacht habe, wo ich noch vor der ersten Klasse Geschichten erzählen wollte und dann in so einer unlesbaren Scheiße irgendwas hingeschrieben habe über meine Kuscheltiere, was die so den ganzen Tag machen. Das gibt's alles nicht mehr, ist alles weg. Leider. Was guck haben hier wir wurde hier? Nach Fragebogen dem 9. Formel-1-Fahrer Michael Schumacher. Guck mal, es gab auch sportspezifische Fragen. Guck mal, hier wurde nach dem Kinderarzt gefragt. Und ich hätte gerne auch noch die Kontonummer deiner Eltern. Wie findest du Versicherungsnummer? Dann nach einzelnen Lehrern, wie findest du Frau Kaiser?
Was ist dein Lieblingstag? Okay, die Fragen waren dann doch sehr... Oh, was ist dein Lieblingstag? Gibt's sowas? Gibt's einen Tag, den am... Ich glaube, meiner ist Freitag. Meiner ist, glaube ich, der 7.7. Denn ich habe am 7.7. habe ich Abi gemacht, 2007. Ich oh ja, am 7.7.2011 habe ich meine Bachelorarbeit abgegeben. Ich habe am 7.7.2012 war ich auf dem Uluru in Australien. Und das war's. Seitdem nichts mehr gerissen am 7.7. Nee, so einen Tag habe ich nicht, wo ich mich dran erinnern könnte, dass da so viele Ereignisse passiert sind. Lieblings-Formel-1-Fahrer Schumacher, Kinderarzt, ne? Da haben wir wirklich wenig Angaben gekriegt auf Kinderarzt, ne? Entweder, weil es zu privat war oder weil die Leute einfach nicht wussten, wie ihr fucking Kinderarzt heißt. Als ob ich das gewusst habe mit 10 oder was. Ich weiß wie jetzt, wie er hieß, aber damals... So, jetzt kommen wir natürlich... Beförderung. Es gab auch Beförderungen innerhalb des Clubs. Ja, müssen wir mal gucken, können wir hier... Hiermit werden Sie, Marcel, zur Leibwache 1 befördert. Sie sind zum Beschützen der Clubchefs da. Wir haben Sie befördert, weil Sie schon bei der Klassenfahrt gute Arbeit auf diesem Posten zeigten. Hoffentlich machen Sie Ihren Job gut. Oh Gott, ihr seid ja eine echte Gang, Alter. Ja, aber auch ohne Coolness. Also es war wirklich der reinste Bürokratieapparat. Das sieht so aus, als wäre es nur eine Frage der Zeit gewesen, bis da die ersten kriminellen Aktivitäten das stimmt. sich zeigen. Hiermit werden Sie als Nachfolger von Sicherheitschef. Sie sind für die Sicherheit des Clubs zuständig. Unter Ihnen dienen. Es geht ja nur um Sicherheitschefs hier. Nee, hier doch, hier heißt es dann auf einmal Bodyguard. Da habt ihr dann gelernt, wie das englische Wort dafür ist. Wir haben uns auch weiterentwickelt. Es war wichtig, dass wir tatsächlich, was haben wir hier noch? Aufgrund Ihrer Erfahrung im Judo haben wir beschlossen, Sie als Bodyguard einzustellen. Wir werden Ihre Arbeit... Smart. Oh, das war, ja, oh Gott, der war auch echt, der hatte auch kriminelle Eltern und so. Der Typ war echt so ein Silent Killer. Ohne Scheiß, der hat doch Leute mit dem Zirkel attackiert in einer Stunde und so. Ja, mit dem Spitzenende. Der Typ hatte Probleme, aber wir brauchten ihn auf unserer Seite. Wir brauchten ihn. So. Man muss Kompromisse eingehen. Und die letzte Beförderung. Wegen ihrer Fähigkeiten im Verhandeln haben wir sie zum Botschafter ernannt. Sollten andere Clubs kommen, arbeiten sie als Spion. Vielleicht schalten wir ja so den einen oder anderen Club aus. Geil. Das war übrigens ein Typ, wo ich das gerade sehe, der hatte immer extrem viel Ohrenschmalz. Oh nein, warum erzählst du sowas? Ah! Wirklich. Ah. Also wirklich, du konntest nicht neben ihm sitzen, ohne das zu sehen. Also wirklich richtig schlimm. So! Ihr kriegt Gänsehaut. Jesus Christ. Ja, eine schöne Kindheit hattest du anscheinend. Eine völlig bürokratisierte Stasi-Kindheit. Jetzt erklärt sich auch einiges. Vor allen Dingen, so im Nachhinein. Vor allem, ich bin 88 geboren. Wir hatten gerade irgendwie ein Jahr später uns vom Stasi-Tum befreit. Und schon die nächste Scheiße. Und dann haben wir uns freiwillig wieder dafür entschieden, ne? Ja. Schlimm. So, was sagt der Chat? Hallo, Chat! Gab es auch eine Einheit zum Eintreiben von Schulden? Oh ja, siehst du, das meine ich nämlich. Das wäre der nächste Schritt in die kriminelle Laufbahn gewesen. Das haben auf jeden Fall die... Der Titanic-Club hatte es bestimmt. Das haben die Chefs noch persönlich gemacht. Ich weiß nicht, der Titanic-Club wurde mit Harmonie regiert. Das konnten wir uns leider nicht erlauben. Dafür waren es zu viele Jungs bei uns. Er ist halt Ossi, das geht nie wirklich weg. Ja, es ist halt so, ne? Man wird halt da Andreas Stasi-Vergangenheit. Sehr gut. Eieiei. Vielleicht ist das der Titel fürs Moin Moin. Ja. Finde ich gut. Andreas feiert also nicht Geburtstag, sondern den 7.7. Am 7.7.17 hatte Andreas sein erstes Mal. Ach ja. So, der Club wurde übrigens dann aufgelöst, weil mein Co-Chef und bester Freund in den Titanic-Club gewechselt ist. Nein! Verrat! Hochverrat! Was? Ja, also, meinst du, die Paranoia war unnötig oder was? Ich wurde verraten! Und wir haben dann unsere beste Freundschaft ein Jahr lang pausiert und nicht miteinander geredet. Ja, das ist aber auch Grund genug, ey, ohne Scheiß. Wobei, nee, das war wegen was Hintergang, anderem. Hintergang, miese Schwein. Stimmt, das war aber, die Freundschaftsende kam, weil wir irgendwie ein Indianerreferat zusammen machen sollten und irgendwie haben wir uns dann gestritten und dann musste ich es alleine halten. Daran ist es zerbrochen, ein Indianerreferat. Ja, über irgendwelche Indianerstämme. Ich habe bis heute die gleiche beste Freundin wie seit... Mit 5, ja. Vor der Grundschule haben wir uns noch kennengelernt. Bis heute. Wohnt die auch hier, oder was? Nee, die wohnt in St. Augustin, beziehungsweise jetzt in Bonn. Aber... Das heißt, bist du noch oft da, oder wie oft siehst du die? Ja, wenn ich zu Hause bin, dann sehe ich die, auf jeden Fall. Das ist immer der eine feste Termin, den es auf jeden Fall gibt. Mit der abhängen. Die hat einen riesengroßen Teddybär zu Hause. Er ist sehr groß.
Und das ist kein Synonym, es ist wirklich ein riesiger Stoff-Teddybär mit so ganz kleinen Kühlchen gefüllt. Und da kann man sich so reinlegen. Wie so ein Sitzsack. Ja, was? Der ist geil. Andreas kriegt harte Nippel nebenan, ne? Hallo? Soll ich mal hier? ist kein Squishy-Ding hier, ne? Squishy! Ach, die muss man ab und zu hier auch mal ein bisschen drücken, so. Sonst fühlen die sich auch vernachlässigt. Die haben auch so, machen so geile Gesichter, wenn man die zerdrückt. Ich hab seltsame Hobbys habe ich. Ich habe tatsächlich. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich habe auch nur so einen fixen Termin. Wenn man in der Heimat fahr. Ist. Ja, jetzt habe ich überlegt, ob ich einen Gag mache, aber ich spare mir die Scheiße. Tatsächlich auch noch eine Freundin, wo man dann irgendwie hinfährt, wo man auch so Scheiße macht, wie in einem See schwimmen. Boah, das ist ja ganz krass. Andreas, ich bin schockiert. Du schwimmst mit einer Frau in einem See? Obwohl man keine Badehose dabei hat, so solche Sachen, ne? Und dann trinkt man oft und guckt den Pferden zu auf einer Koppel und so. Das ist so richtig bäuerlich noch, fühle ich mich dann. Und dann hat man irgendwie nebenan so sie hat so einen Hund, der ohne Scheiß, der war schon da, als wir irgendwie 15 waren und sie gerade in die USA geflogen ist. Da war der schon da, so Au-pair und so. Inzwischen sind wir 14 Jahre älter und dieser Hund lebt immer noch. Das muss irgendwas stimmt nicht mit diesem Vieh. Es ist wie mit Menschen, die schon immer alt waren. Kennst du die? Die aus dem Fernsehen zum Beispiel. Schröck. Wenn du jemanden, Schröck zum Beispiel, wenn du Schröck damals vor 15 Jahren gesehen hast, hast du gedacht, kannst Mensch, du dir Schröck mit 15 oder 20 so vorstellen? Nee, ich kann mir ehrlich gesagt in diesem Haus niemanden mit 15 oder so vorstellen. Ich habe keine Ahnung, wie das abgelaufen sein muss. Ja, aber nee, so Leute wie, weiß ich, Fritz Wepper oder Columbo oder so, die waren immer schon okay, alt. Okay, das ist bei oder dir. Peter Falk und Fritz Wepper nennst du in einem Atemzug wirklich? Ja, oder Rudi Carrell, der war auch immer alt. Solange ich den Typen kenne, war der alt. So. Aber das war ja auch, Moderatoren ist ja auch eigentlich sowas, wo man bis eigentlich 40 gar nicht ernst genommen wird. Und erst dann hat man so diese Autorität. Das stimmt. Während unsere Jungs hier bei mit 40 Günther eigentlich schon ans Karriereende so, denken. Ja, ja. Ja, genau, Günther Jauch, wenn du da die jungen Dinger siehst. Da denkst du auch, mein Gott. Ja. Ja, ne? Dass aus dem mal was wird. Und jetzt ist Günther Jauch halt Günther Jauch, ne? Der hat auch Rechner? Sogar einen Weinberg, der Typ. Der besitzt einen Weinberg, was ich ziemlich fancy finde. Ich weiß nicht, ob wir das sehen können. Wahrscheinlich wird das dann wieder, guck mal, wenn du die hier guckst. Ja. Hammer. Kriegen wir das überhaupt noch rein, lieber Timo, oder ist jetzt, das immer ist noch das verdreht? Bild wahrscheinlich verdreht, aber das macht nichts. Das können wir einmal zeigen kurz. Das ist Günther Jauch. Guck mal, das ist Günther Jauch 1987, da war ich minus ein Jahr alt. Ja, ich auch. Im Bayerischen Rundfunk. Super. Da hätte man ihn halt nicht ernst genommen. Warte mal, 87, wann ist denn der geboren? Wie alt war der denn da? Der ist bestimmt Anfang in den 60ern oder so. Geboren oder so. Kann ich mir jetzt so vorstellen. So, und da hätte man den natürlich auch nicht ernst genommen. 56 ist der geboren. 56, okay. Das heißt, da war der auch. Da war der schon 31? Was? Ich dachte, jetzt haben wir so ein mega junges. Mathe! Und du hast eben noch, du warst der Rechenkaiser, Mensch! Ja, krass. Und jetzt, wow! Ja, aber das, ich glaube, als Mann wird man halt sowieso im Alter immer irgendwie seriöser und. Manche alles, werden was man tatsächlich vorher auch hübscher. Gesagt hat. Vielleicht. Vielleicht kommt das auch noch bei mir, meinst du? Auch noch bei dir so? Vielleicht wird aus dir nochmal ein George Clooney. Obwohl ich finde ja George Clooney gar nicht so. Ich finde ihn gar nicht so. George Clooney, das ist der von Ocean's 11, ne? Da hat der mitgespielt, ne? Das ist der Typ. Hatte der noch einen anderen Film eigentlich? Ja. Außer dieses, wo die im Weltall rumschweben. Was ist das? Star Trek nicht? Wie heißt das? Dieses mit der anderen Frau, wo die so im Weltall sind. Ach so, Gravity. Gravity, genau. Guter Film. Ja, George Clooney hat so einiges gespielt, mein Freund. Aber meine Aber Mutter dir fällt kennt jetzt ihn, auch nichts ein, ne? Meine Mutter kennt ihn vor allem aus Emergency Room. Ach, stimmt. Der Fernsehserie, die damals jeder geguckt hat. Das war so die erste Arztserie, die man so mitbekommen hat aus den USA. Und die war ein Renner, sage ich euch. Stimmt. Emergency Room. Ich habe mich natürlich in den ersten 5 Staffeln immer gefragt, hey, wieso steht da am Ende R? Wer ist R? Wer ist R eigentlich? Das habe ich mich auch immer gefragt, ja. Erst später dann gepeitscht. Das wurde nie aufgelöst. Ja. Politisches Engagement, so, okay. Oh, From Dusk Till Dawn natürlich. Habe ich noch nicht gesehen. Batman und Robin, okay. Ja. Der schmale Grat. South Park, der Film, okay. Three Kings. Ocean's 11, naja, vor Ocean's 11 war aber nicht so viel filmtechnisch. Ach komm, der Sturm kennt auch jeder. Der Sturm.
Und From Dusk Till Dawn kennt auch jeder. Was kam danach? Ein unmöglicher Härtefall? Ocean's 12, so, und dann Ocean's 13. Dazwischen kannst du auch alles vergessen. So, jetzt wird. Schreibt mal der Chat. After Reading habe ich auch gesehen. Burn, da war ich reading. Sehr verwirrt, nachdem ich den Schreibt Film mal, gesehen. Was so die Highlights sind von nicht gesehen, Oman Andreas. Ja, From Dusk Till Dawn ist noch auf meiner Liste. Er war der schwule Hund in South Park. Es gibt ja auch Gerüchte, dass er homosexuell ist. Ja, aber mittlerweile ist er verheiratet und hat sogar, glaube ich, auch ein Kind. Ich weiß sowas. Es tut mir leid. Ja, aber also, das hält ihn ja nicht davon. Sowas kann sich nämlich mein dummes Gehirn merken. So wichtige Mathe-Scheiße und Steuererklärung und so ein Quatsch, das kann sich mein Gehirn nicht merken. Musst du Steuern machen? Eigentlich muss jeder Steuern machen, mein Freund. Ja, stimmt, mache ich auch. George Clooney, guck mal. Up Gravity, in the Air. The Descendants. The American, ja. Ja. American. Hail Caesar, großartig. Super gut. Ja, aber... Guck mal, versteht er sich eigentlich nicht mit Tarantino? Hat er schon mal ein Tarantino-Ding mitgespielt? Nee, ne? Hier, From Dusk Till Dawn. Ist das, so. Ist das Tarantino oder ist das Rodriguez? Oh, nee. Oh, Tarantino. Hier wird genickt. Tarantino. Zustimmend? Ja, natürlich Tarantino. Ach so, okay. Oh Gott. Gut. Danach nicht mehr. Na gut. Ja, also George Clooney, okay. Akzeptiert. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt für mich kein gutes Beispiel, weil den finde ich jetzt nicht so gut aussehen. Also der hat sich nicht weiterentwickelt vom Schönheitsgrad her. Je älter er geworden ist. Da gibt es bestimmt ganz andere Kaliber. Ich weiß nicht, ob ich da noch hinkomme, Anna. Ich kann dir da nichts versprechen. Ja, warten wir doch mal ab. Oder ja. Wir bauen jetzt eine Zeitmaschine, steigen rein und dann in 30 Jahren steigen wir wieder aus und dann gucken wir mal. Ja, aber dann gucken wir erstmal dich an. Und dann, wenn ich dann nämlich richtig abgehe, werde Anne. Ich für immer so aussehen, ja, das, wie wenn ich wir jetzt die Fotos aussehen. Sehen, das stimmt tatsächlich, ja. Da passiert nichts. Da ist absolut... in 28, 29 Jahren ist absolut nichts passiert. Ich bitte euch, guckt euch das an. Es sieht genauso aus, nur die Augenringe werden immer fetter. Na toll. Ja. Sagen, das ist das Einzige, was fetter wird? Ja, eben. Aber du bist auch nicht, du hast auch, wahrscheinlich deine Mutter ist auch schlank, oder? Meine Mutter ist auch schlank, ja. Ja, die wird auch nicht anders. Die wird auch nicht kegelförmig oder so, die ist einfach normal. Die bleibt immer so. Mein Vater sieht mittlerweile aus wie eine Bowlingkugel. Das war auch nicht immer so, aber es ist sehr lustig. Er isst sehr gerne. Daran liegt es wohl. Ja, aber ich bin sehr gespannt. Wir treffen uns heute, was ist heute für ein Datum? Der 8.8. Auch schon wieder so eine, so eine gute Zahl. Am 8.8. in 30 Jahren treffen wir uns. Und weißt dann du, was gucken das Problem mal. Ist? Es wird wahrscheinlich auch noch bei Moin Moin sein. Ja, ja. Vielleicht in einem anderen, bei einem anderen Sender irgendwie so. Oder ja, bei stimmt. Wir machen in 30 Jahren immer noch irgendwelche Morningshows. Auf irgendwelchen beim Sender von Lars und Florentin. Oh, das ist eine Wespe, jetzt muss er wirklich langsam zum Ende kommen. Dann gibt es wahrscheinlich was Krasseres als Internet mittlerweile dann. Was denn? VR? Keine Ahnung. Vielleicht VR? Das ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wie das so, oh, was auch wie die Menschheit sich das so gedacht hat in den nächsten 30 Jahren. Stell mal vor, wir haben jetzt 30 Jahre lang keinen Kontakt und dann so, hey, weißt du, du schreibst so irgendwie so nach, hey Andreas, ah, weißt du noch, wir haben den Gag gemacht. Ja, jetzt ist ja 2047 und dann ich so bin querschnittsgelähmt. Oh nein! So mega warum der Downer. Warum muss es immer in so eine Richtung abdriften? Mann! Ja, hey, sag dir. Es kann doch auch sein, dass wir alle super happy sind und ja. So. Super happy. Witz so. Nicht, aber. Ja, doch, in 30 Jahren bin ich super happy, glaube ich. Ist das das Abschlussbild? Ja, wir nehmen auch nochmal was zum Squishen. Ich nehme auch nochmal hier das geile Schwein. So, das war Moin Moin mit der bezaubernden Anna. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und dem in 30 Jahre bezaubernden Andreas. Und wir kneten hier noch ein bisschen und dann den ganzen Tag geht's weiter mit dem Folgeprogramm. Dankeschön. Tschüss. Ciao.